Das Flugzeug ist auch dieses Jahr aus den Urlaubsplänen der Deutschen kaum wegzudenken. Mittelmeerländer sind gefragt, Griechenland, Türkei, Tunesien zum Beispiel. Aber auch Fernreisen liegen wieder im Trend. Wir sehen einen sehr starken Nachholeffekt, gerade nach Corona. In der Zeit waren viele Länder nicht bereisbar, wie etwa die USA. Und von daher geben die Deutschen sehr viel Geld auch fürs Reisen aus. Sie haben gespart in der Corona-Zeit und da sehen wir einen gewissen Nachholeffekt. Egal wohin die Reise geht, vorher lohnt sich der Besuch im Reisebüro, der Urlaub als Gesamtpaket. Vor allem setzen die Deutschen sehr stark auf die Pauschalreise, weil sie eine bessere Absicherung bietet. Und Kreuzfahrten, die sind auch wieder zurück. Sehr viele Menschen gehen vor allem im Sommer jetzt im Mittelmeer auf Hochseekreuzfahrt. Aber auch die Flusskreuzfahrten sind auch wieder sehr gut gebucht. Und wer nicht aufs Schiff will, für den bietet sich Urlaub in Bayern an. Aber nicht in den Städten, sondern auf dem Land, wo die Preise noch niedriger sind. Das ist der Trend, den haben wir eigentlich mit der Corona-Pandemie erlebt. Und der hat sich ein Stück weit fortgesetzt, regional, abseits der Pfade, Bayern auch miterleben. Auch ein Trend, der Urlaub wird kürzer. Lieber zweimal kurz verreisen als einmal lang. Viele Unterkünfte bieten auch jetzt noch Rabatte. Trotzdem ist klar, Urlaub wird immer teurer, ist aber ein Luxus, auf den nur die wenigsten ganz verzichten wollen.